Wir brauchen eindeutig größere Kiste zu mitnehmen. Wir könnten nur noch nach oben. Ich kann jetzt nichts mehr rausschmeißen. Das meinte ich immer riesengroß. Na, hä? Und hier haben wir die dritte. Haben wir hier noch einen Steinhammer? Seht das denn, wenn ich die eine Spinne rausschmeiße und die nächste mitnehme? Testen wir, probieren wir. Ich darf nur nicht zu hoch kommen für das Halbfischchen. Sonst greift der mich an und macht mich kaputt. Fup. So, da kneift. Dong Dong hat's gemacht. Passt. Das hat für die Quest gezählt. Ich muss ihn nicht mitnehmen. Oha. Jetzt dachte ich, er greift mich an. Flammen dreifach. Ich will jetzt eigentlich nur noch nach Hause. Ich weiß auch nicht mehr, wo es nach Hause geht. Hier oben ist doch zu, oder? Ja. Haben wir so weite Strecken? Ja, haben wir zurückgelegt. Ja, aber dafür haben wir ja überall auch unsere Punkte. Aber kommen wir jetzt hier wieder zurück? Also, da wo wir gerade zum Volk und so? Nee, stimmt. Oh. Das ist doch nicht mehr wahr, Opal. Flammen-Scharfschützengewehr. Der Stufe 1 mit 37 Damage. Ja, hat aber nur wenig Schuss. So, wir brauchen jetzt eine Spitzhacke. Dann schmeiße ich auch wieder was raus. Dann nehmen wir das Erz mit. Aber. Ja. Hör auf. Dann schmeißen wir eine Spinne raus. Violetten Seestern weiß ich nicht, ob man brauchen, aber das ist erstmal Jens wichtig für mich. Hacke. Zurück. Opa, haben wir nicht sehr viel. Und dann hacken wir das Opal. Den Opal, die Opale. Packen die uns schnell ein. Schnappen wir uns auch hier nochmal die Waffenteile. Mit den abgegradeten hier funktioniert es leider nicht, dass wir uns da die Waffenteile ranholen. Au. Ja, nochmal und ich bin hin. Jetzt würde ich wirklich zügigst zurück. So ein Teil können wir uns ja nochmal mitnehmen. Ach komm, da ist Luft. Boah. Wie bin ich da drauf gekommen? Oh, dann knall um. Knall um. Dann können wir uns da die Luft holen. Ja, ja, Quali, du bleibst hier. Das, was wir jetzt einstecken haben, nehmen wir alles mit nach oben. Aber so eine Blüte haben wir nicht gefunden. Das heißt, ich muss nochmal von ganz oben ganz runter tauchen, den ganzen Weg. Uiuiui, so eine Koralle. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Tipp. Ein Steinhaftmittel, das man unter Wasser benutzen kann? Mal sehen. Oh gut, es war dort in der Ecke. Ha, ha. Wie viel soll ich bezahlen dafür? Das ist das Richtige. Ich sollte zurück zum Dorf.
Dort werde ich den Arm von König Long wieder an seinem Platz befestigen. Jawohl. Granatwerfer! Also den habe ich hier noch nie gehabt. Schön so. Gut. Seekröte Roten. Kugelfisch. Ja, man sieht es halt nicht, ne? Seeengel, sehr schön. Die gibt es also auch. Fein. Genau. Rogen. Wir gucken. Weapon-Shop. Neue Granatwerfer. Jawohl. Kleine Netzkanone. Fängt 7 Fische auf einmal. Die wäre fürs Nachttauchen doch richtig geil, oder? Oder mal keine Knarre mehr. Weißt du, gegen die kleinen Fischis. 7 Stück auf einmal weg. Boop. Magazin 3. Boop. Ganze Schwarm weg. Boop. Genau. Eidiver. 42, 63. Gekauft. So, Stufe Maximum 540 Tiefe. Weiß ich nicht, ob es reicht. Ach, wir haben die Bergungsdrohne doch schon. Die können wir doch jetzt nutzen. Großen Fischis einschläfern und... Ja, machen wir dann mit dem Scharfschützengewehr, ne? Erstmal nehmen wir mehr Luft mit. Die Kohle haben wir. Das nächste ist dann... Na, die Drohne haben wir bis jetzt noch nicht genutzt, genau. Weapon Shop Upgrades. Machen wir auf. Unterwassergewehr. So, Scharfschützengewehr. Rotes. Scharfschützengewehr? Haben wir eins da? Wir müssen erstmal ein rotes Scharfschützengewehr bauen. Achso, das ist das rote Scharfschützengewehr. Das normale Scharfschützengewehr. In Besitz 1. Mhm. Also wir haben ja das normale... Wir müssen das normale da haben. Das brauchst du doch immer, damit du überhaupt upgraden kannst. Unterwassergewehr 2 Hammer angelegt. ZZ-Pfeilhammer und rotes Scharfschützengewehr, genau. Da war ich doch so... Schwer enttäuscht. Etwas mehr Damage, aber nur 3 Schuss. Und hier ist der 8 Schuss. Genau. Aber dafür haben wir ja auch schon die Stufe 2. Von unserem Unterwassergewehr. Und beim roten haben wir kein Eisenerz. Jawohl. Und beim Upgrade zur Stufe 2 fehlen uns die Dickkopf-Makrelenflossen. Und noch Opal. Siehst du, deswegen war es wichtig, Opale mitzunehmen. Fragmente kriegen wir einmal unterwegs. Die holen wir uns langsam rein. Und dann haben wir 67 Damage mit 4 Magazin. Also 4 Schuss. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Gegenüber unserem 34, was wir jetzt haben, ne? Ne, ich will Upgrade gucken. Achso, hier ist Upgrade. Die 2 mit 35. Dickkopfmakrele. Oh, 10 Schuss. 550 Damage. Fragmente Krima an Dickkopfmakrele. Dickkopfmakrele? Wo waren das mit dem Sepia? Dickkopfmakrele, genau. Boah, da brauchen wir 6 Stück. Ah, da muss ich ja auch immer wieder Dickkopfmakrelen tauchen gehen. Das ist ja krass. Scharfschützen, Flammenbetäubung. Die will ich eigentlich haben. Ein rotes Scharfschützengewehr. Ach, da müssen wir das auch noch bauen. Hä? Ihr bringt mich jetzt aber ganz durcheinander, weil das sollte man eigentlich doch haben. Ein rotes Scharfschützengewehr. Oder hatte ich das schon abgegradet? Hä?
Rotes Scharfschützengewehr. Brauchen wir Eisen. Ja, was haben wir hier für eins? Ach, wir haben das schon abgegradet auf Stufe 2. Deswegen. Ja, du brauchst immer, um das nächste Gewehr zu bauen, brauchst du immer ein 1er rotes Scharfschützengewehr oder ein 1er Unterwassergewehr. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Weapon-Shop upgrade, wenn ich Unterwassergewehre jetzt upgraden möchte, brauche ich auch wieder ein einfaches Unterwassergewehr 1er. Denn wir haben das ja schon abgegradet zum 2er im Besitz. Ja, da steht im Besitz des 2er-Hammer. Deswegen steht beim Scharfschützengewehr, rotes Scharfschützengewehr, dass wir das im Besitz haben. Hier steht nur nicht die Stufe dahinter. Man, hier siehst du es auch nicht. Weil das schon das 2er ist. Ja, hier steht auch nur immer rotes Scharfschützengewehr drauf, genau. Ja, dass das 3er ist. Mhm, deswegen sieht das so bekloppt aus. Okay, passt zu mir, genau. Diver Gule 1000. Das heißt, wir müssen jetzt hier nachmittags nochmal reinspringen und durchtauchen drüben. Blöb. Ganz offen. Das hat auch bestimmt einen Grund. Seepferdchen. Die nehmen wir mit. Können wir anmelden. Ach, da müssen wir ja auch noch zum Seevolk wieder zurück. So, brauchte ich die? Seekraus. Und wieso habe ich das nicht von Anfang an mitgenommen? War das nicht das, was ich... Schock. Ewig gesucht habe? Deswegen ist es hier also so frei und groß. Foto. Ja und? Jetzt? Wollte ich auch gerne machen, Blubberblasen, aber da bläht sich mein Anzug nur auf am Bobbis. Ich glaube, er will mit mir etwas mitteilen. Aha. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Schreie? Okay. Haben wir es aufgezeichnet? Stimmt. So, Eisen habe ich auch nachgelesen. Gar nicht so schwer zu kriegen. Wieso bin ich jetzt hier drüben? Wir waren aber noch ganz links, oder? Hä? Hat mich jetzt hier wegteleportiert? Ach so, von hier oben nach da. Ich dachte geil. Hä? What? Thema Eisen war mal, genau. Eisen gibt's unten in den Regionen mit diesen Strömungen. Sehr häufig. Jetzt müsst ihr auch noch wieder mitnehmen, weil Aufgabe ist. Fünf. Nur 3, okay. Also hier IG können wir ja mittlerweile auch mitnehmen. Die Bretter haben wir jetzt nicht wieder gebraucht. Bei den Muscheln bin ich mir mal nicht sicher. Ham. So. Mitnehmen. Puh. Einstecken. Ich wollte doch. Ist das ein Dickkopf? Nimm das mal so mit, genau. Wir müssen doch rüber auf die andere Seite. Oh. Das ist nicht meine Kombination. Da muss ich rüberfassen. Was ist denn jetzt? Ich habe aber gedrückt. Jetzt geht's auf einmal wieder.